Es ist eine Mammutaufgabe für die Alten- und Pflegeheime hier in unserer Region. Viele Einrichtungen wissen gar nicht, wie sie jetzt mit den Corona-Schnelltests umgehen sollen. Alles noch zusätzlich zum stressigen Arbeitsalltag. Harte Kritik geht hier dann natürlich auch an die Politik. Und darüber wollen wir jetzt mit dem Vorsitzenden des Pflegerats hier in NRW weitersprechen. Guten Abend, Ludger Risse. Ja, schönen guten Abend. Ja, Herr Risse, wir haben gerade im Beitrag ein Beispiel aus Duisburg gesehen, wo die Durchführung des Tests natürlich schon läuft. Aber es ist natürlich eine erhebliche Mehrbelastung für das Personal. Vielleicht mal aus Ihrer Sicht, mutet man den Heimen da momentan zu viel zu? Ja, man mutet den Heimen schon richtig viel zu. Den Begriff zu viel, den würde ich jetzt nicht unbedingt so anwenden, wobei ich da sehr viel Verständnis dafür habe, dass es bei einigen das Gefühl da ist, dass die ganze Situation auch über den Kopf wächst und jetzt die Tests noch so dazukommen. Das ist schon ein ganz enormer Aufwand auch mit den Tests. Ich weiß aber auch von vielen Kollegen, dass sie sagen, naja, es schafft uns aber auch ein bisschen Sicherheit und wir sind auch irgendwo froh, dass wir das jetzt so auch machen können. Wenngleich man natürlich auch sagen muss, der Aufwand ist so das eine. Der Sicherheitsaspekt, ja, der ist da, aber der darf auch nicht zu hoch bewertet werden, weil wir wissen, dass dieser Test bei ordnungsgemäßer Durchführung eine Genauigkeit hat, so zwischen 80% und 90%. Das heißt, da bleiben mal so 10 bis 20%. Und wenn die Durchführung, sprich die Entnahme, der Abstrich, nicht ganz ordnungsgemäß läuft, und das höre ich leider immer wieder, dass da gesagt wird, naja, so ein bisschen hinten im Rachen, das reicht. Mhm. Das reicht eben nicht. Man muss wirklich tief durch die Nase gehen. Das ist sehr schmerzhaft und sehr, sehr unangenehm und auch schmerzhaft. Und man muss auch tief in den Rachen gehen, um wirklich an die Stellen zu kommen, wo der Virus dann auch sitzt. Ja. Und dann ist die Sicherheit gegeben, dass man 80% hat. Da denke ich, müssen wir auch ganz gut aufpassen, dass neben dieser Belastung nicht auch eine trügerische, falsche Sicherheit da auch entsteht. Aber der Zeitaufwand ist natürlich ganz enorm. Und der Sicherheitsaufwand, der da auch betrieben werden muss, der ist auch ganz enorm. Weil es ist ein Umgang mit einem potenziell infektiösen biologischen Material, so muss man sagen. Das bedingt natürlich auch das volle Anlegen der Schutzausrüstung, bestehend aus Maske, Visier, um die Augen zu schützen, undurchlässigen Kittel und Handschuhen. Das muss sich auch wechseln zwischen den einzelnen Tests. Und der Test selber braucht eben halt auch Fachexpertise und auch natürlich auch Zeit. Der muss auch sehr genau erfolgen. Es gibt auch nur ein bestimmtes Zeitraster, wo er abgelesen werden kann, damit das Ergebnis auch stimmt. Das ist schon richtig viel Aufwand. Ja, Sie sprechen es gerade an, also auch diesen Gesundheitsaspekt, weil die oder das Personal ja eben auch geschult werden musste. Also da hängt sehr viel dran. Es geht auch um Bestellungen, um Lieferungen, die teilweise auch verzögert angekommen ist, der Tests. Mit allem drum und dran, nochmal vielleicht so auch nochmal aus Ihrer Sicht, können die Heime das personell überhaupt leisten hier in NRW? Also ich bewundere, was die alles leisten können zu ihrer Arbeit und zu ihrer Personalnot, die wir ja sowieso schon haben. Ja? Und ich erlebe ungeheures Engagement an der Stelle, diese Situation auch zu bewerkstelligen. Und da gehen wirklich auch einige hart an ihre Grenzen und manchmal auch über ihre Grenzen hinaus. Mhm. Und ich würde mir sehr schnell wünschen, dass wir das schnell in den Griff bekommen, weil ich glaube, auf lange Sicht lässt sich das so auf keinen Fall auch durchhalten. Ja. Also ich weiß, dass viele völlig überfordert sind. Und im Vergleich so zur ersten sogenannten Welle haben wir jetzt zumindest die Situation, dass wir Schutzausrüstung haben. Das war ja beim Auftreten des Virus auch immer nur sehr bedingt möglich. Das ist natürlich schon mal ein großer Fortschritt, aber ich weiß, das fordert viele ohne Ende und ist auch letztlich eine finanzielle Belastung auch für die Heime, weil die Vergütung für die Tests, die ist auch alles andere, aber nicht zureichend. Ja, und da ist jetzt natürlich auch wieder die Politik gefragt. Da wollen wir gleich noch mal kurz drauf sprechen. Vielleicht noch mal kurz zur Einschätzung des Problems. Wird hier der akute Fachkräftemangel, der auch von allen schon jahrelang angeprangert wurde, wird der hier noch mal deutlich? Ja, ich würde sagen, der wird extrem deutlich. Das ist jetzt nichts Neues, weil wir wissen, dass die Fachkräfte fehlen und insbesondere auch in der stationären Altenpflege und in der ambulanten Altenpflege, aber natürlich auch in den Krankenhäusern. Das ist im gesamten Gesundheitssystem ist das so. Und in solchen Situationen, wie wir es jetzt haben, erleben wir so zwei Dinge. Zum einen wird es natürlich total deutlich, dass wir den Fachkräftemangel haben. Und zum anderen ist es aber auch so, dass wir auch wirklich auch echt erleben, dass viele Kollegen auch bereit sind, auch mehr zu tun, auch dass viele Kollegen auch bereit sind, die Teilzeit beschäftigt sind, auch mehr zu arbeiten, um die Situation zu beherrschen, um für ihre Bewohner oder ihre Patienten im Krankenhaus da zu sein.
Wenn das nicht wäre, dieses überaus große Engagement der Pflege, glaube, dann sähe es noch viel bitterer aus. Aber das lässt sich nicht ganz lange durchhalten. Das muss man ganz klar so sehen. Und wir steuern ohnehin auf eine sehr, sehr, sehr schwierige pflegerische Versorgungssituation unserer Bevölkerung zu. Und im Moment erleben wir das, dass wir diese Grenze nicht nur erreichen, sondern dass wir die auch an vielen Stellen auch echt überschreiten. Also da muss dringend was passieren. Also großen Respekt an der Stelle natürlich nochmal an das ganze Pflegepersonal. Wir haben jetzt gerade schon angesprochen, die Politik ist da natürlich auch gefragt. Es wird der Politik vorgeworfen, dass es ja so wirkt, dass Politik eben Verordnungen erlässt und dann sagt, ja macht mal, eben so wie es jetzt bei den Schnelltests eben auch der Fall war. Ja, welche Unterstützung hätte die Politik da besser liefern müssen oder wie hätte die Planung im Vorfeld besser laufen können? Also ich glaube, dass es ganz wichtig gewesen wäre, auch die Pflegeberufe frühzeitig auch im Krisenstab zu beteiligen, weil einige der Probleme, die wir jetzt vor Ort sehen, die hätte man im Vorfeld auch schon, denen hätte man vielleicht ein Stück weit mehr begegnen können. Ich gehöre aber nicht zu denjenigen, die ständig die Politik jetzt kritisieren, weil ich durchaus weiß, dass es enorme Anstrengungen bedeutet, diese Situation, so wie wir sie haben, auch zu beherrschen. Und es ist natürlich immer leicht, auch das zu kritisieren, was andere entscheiden haben, wenn man das nicht selber entscheiden muss. Das muss man einfach mal auch klar so sagen. Grundsätzlicherweise bin ich mit dem Krisenmanagement unserer Regierung eigentlich recht zufrieden. Aber ich würde mir schon wünschen, dass diese größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen und auch die mit dem dichtesten Patientenkontakt, also auch die, die am meisten gefährdet ist durch den Patientenkontakt, dass die wirklich auch im Vorfeld an den Entscheidungen beteiligt ist. Und das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen. Und ich glaube auch, das ist auch noch nicht so spät, das auch noch mal umzusetzen. Vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, wenn wir jetzt gerade so auch bei der Zukunft sind, wie es vielleicht besser laufen könnte. Viele Heime werden lauter zu sagen, dass sie sich externe Unterstützung wünschen, beispielsweise von Bundeswehr, Sanitätern oder ehemaligen Pflegedienstpersonal. Wäre das vielleicht eine Lösung, wie man den Pflegeheimen da kurzfristig helfen könnte? Ja, ich glaube, alles, was zusätzliche Personalkapazitäten bringt, Das entlastet natürlich. Das kann Bundeswehr sein, das können auch Pflegepersonen sein, die vielleicht auch im Ruhestand sind, sich aber noch fit genug fühlen. Also was wir eigentlich bräuchten, wäre so ein Freiwilligenregister. Das gibt es ansatzweise, allerdings noch nicht so spezifisch für Pflege. Das ist eine Aufgabe. Wir haben leider noch keine Pflegekammer, die ist in der Gründungsphase im Moment auch sehr aktiv. Aber so ein Freiwilligenregister, das würde da schon richtig gut weiterhelfen. Natürlich, und ich weiß aber auch, dass viele Kollegen, die zum Beispiel auch beim medizinischen Dienst arbeiten, ja, dass sie durchaus auch bereit sind und das auch schon passiert ist, auch vor Ort in den Einrichtungen, sag mal, wieder halt die Pflegekleidung anzuziehen und auch tatsächlich auch mitzuhelfen. Die Bereitschaft ist schon da. Das hilft auch alles ein bisschen, aber die große Lösung werden wir damit auch nicht erreichen. Das ist leider definitiv so. Ja. Es ist auf jeden Fall viel zu tun, das halten wir fest. Aber ich danke Ihnen an dieser Stelle erstmal schon mal für diese Einschätzung der Situation in unseren Pflegeheimen. Und zwar Ludger Risse, Vorsitzender des Pflegerates in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Interview.